zum. Beck. Der Name ist. Der Name ist. So, damit willkommen zurück bei Spider-Man 2 im Kampf gegen Mysterio, einer der Superschurken aus dem Spider-Man-Universum. Mit dem hatten wir es noch nie zu tun. Und jetzt kämpfen wir gegen Beck. Seine Superkraft ist, beziehungsweise seine Spezialität sind Illusionen. Also das, was er zeigt, ist nicht echt. Vor allem so geil hier. Dieser Schneekugel mit dem Avengers Tower. Freiheitsstatue. Oh oh, überall sind Schurken. Wenn das wie bei den anderen Illusionen ist, dann komme ich eher, wenn ich mehr Schurken platt mache. So, wie viele denn noch? Da fliegt wieder was. Komm näher und ich zeig's dir. Oh, du Fangschwein! Warum tust du das? Warum ist das auf dem Kopf? Du deine Kräfte nutzen können, um der Stadt zu helfen. Der Stadt hat meine Talente nie respektiert. So respektiert dich niemand. Aber ich finde es geil, dass wir mit Miles es mit Mysterio zu tun bekommen und nicht mit Peter. Beck? Kämpf weiter. Zweifle weiter. Das ist der einzige Weg, ihn zu besiegen. Warte. Wenn du hier bist und Mysterio da draußen. Wie ist das möglich? Ja! Hat er eine gespaltene Persönlichkeit? Genug davon! Ich erledige dich selbst! Du darfst wirklich, du kannst mich besiegen! Das ist eine Beleidigung! Alles, was geschehen ist passiert, weil ich wollte, dass es passiert! Jetzt suchst du nur nach Ausreden! Ich kontrolliere einfach alles! Ich bin ein Gott! Deine Realität ist so, wie ich es will! Das war's. Hey, das war's schon. Das war ein ziemlich kurzes Vergnügen mit Mysterio. Du hast also überlegt, das ändert nichts. Es ist endlos. Du entkommst meiner Welt niemals. Komm aus dem Mysterium. Netter Versuch. Kluge Spende. Oh Gott, es geht weiter. Du kannst mich gewinnen. Ich bin unendlich. Wenn du tot bist, bringt mir die Stadt endlich den Respekt entgegen. Du willst Respekt? Dann hör auf damit. Überrascht? Lächelt? Los damit! Come on.
Ist das der echte Beck? Da vorne. Oh. Nein! Okay, aber das war's anscheinend noch nicht. Zeit zu verschwenden. Hier die Tür. Ich versuch's ja. Es war Quentin. Er hat uns gezwungen. Wo ist er? Hilfe! Hier drin! Oh! Irgendjemand. Bitte! Hilfe! Ich wusste, du findest mich. Ich habe noch viele Fragen. Das sollte dir helfen. Dann gehört Mysterio jetzt offiziell zu den Guten? Mysterio wird immer ein Schurke sein. So wie Spider-Man immer ein Held sein wird. Erst wenn man sich die Menschen hinter den Masken ansieht, wird es kompliziert. Viel Glück, Mann. Puff, und weg war er. Hinter den Masken Trophäe erhalten. Tagebuch Eintrag 10. Der Plan. Ich glaube, er hat uns durchschaut. Dann gibt es nur eine Lösung. Wir brauchen ihn lebend. Was machen wir? Ihn einfach fesseln? Oder was? Ja, gute Idee. Er ist unser Sündenbock, falls jemand etwas mitbekommt. Ja, wir sagen einfach, er ist wieder Mysterio geworden. Genau. Er wird ja wohl der Dieb sein, nicht die beiden Frauen, die keine ehemaligen Superschurkinnen sind. Jetzt müssen wir nur noch die reichsten Leute der Stadt irgendwie in diese Mysterien locken. Okay. Aber einen Teil des Codes habe ich immer noch nicht rausgekriegt. Die Spider-Men werden uns dabei helfen. Das ist genial. Helden wollen doch immer helfen. Wenn es läuft, haben wir Millionen auf der Bank, bevor irgendwer was mitkriegt. Wenn nicht, wandert Quentin in den Knast. Und wir setzen uns stilvoll zur Ruhe. Sieht so aus, als ob die größte Illusion Betsys und Coles Unschuld war. Ich frag mich, was Beck jetzt vorhat. Das werden wir wohl nicht rausfinden. Zumindest nicht in diesem Spiel. Ah ja. Machen wir den Mann zum Sündenbock. Alles cool. Alles cool. Sehr gut. Ah, ein Mysterio-Anzug. Ja, okay. Macht irgendwo Sinn. Das sieht auch geil aus. Vor allem mit dem Helm. Einer fehlt noch. Noch für Peter? Ne, nur für Miles. Okay, einer ist noch übrig, dann haben wir. Aber ich glaube, ich bleibe bei meinem Lieblingsanzug. So, Anzugtechnologie ist auch nur noch eine Sache übrig, dann haben wir das auch maximal. Zack, bumm.
Fertig aus. Trophäe voll geladen. Ja, jetzt wird nur noch wirklich hier eine Fähigkeit bei Miles. Und dann war's das. Dann haben wir alle Fähigkeiten, kriege ich auch nochmal eine Trophäe für. Und ja, dann habe ich circa, glaube ich, 60% der Trophäen im Spiel erhalten in einem Durchlauf. Wie gesagt, ein paar Sachen sind hier noch gesperrt. Das lässt sich leider nicht triggern. Aber wir haben jetzt schon 11 Minuten auf der Uhr. Wir machen mit der Mainquest weiter. Ups. Schnellreise. Wir wechseln dann automatisch zu Peter, wenn wir dann dort sind, denke ich. Deswegen machen wir einfach mal mit Miles weiter. Und dann sehen wir gleich, wenn wir da sind, was passieren wird. Von Harry. Wo könnte er nur sein? Was ist das? Das sieht aus wie eine Nachricht. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Das ist gelogen. Jeder Tag ohne dich ist schlimmer als der letzte. Wenn ich Harry verlieren würde, ich wüsste nicht, was ich tun würde. Norman leidet wirklich. Ich muss Harry finden. Und ihn retten. Ich habe länger nichts von MJ gehört. Ich sollte sie anrufen. Ich wollte gerade sagen, was ist mit MJ? Ist sie noch da? Ich hasse es. Ich liebe es. Wirklich? Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Endlich! Spitzenstory. Alle reden darüber. Echtes Redakteurmaterial. Redakteur? Glückwunsch. Ihr erster Auftrag. Noch ein pikanter Artikel bis morgen früh. Drama, Kontroverse. So wie das hier. Wie das hier? An die Arbeit. MJ. Der Bugle hat mich nicht gefeuert. Ich glaube, ich wurde sogar befördert. Hey, das wolltest du doch, oder? Ja, das dachte ich. Dann ist das doch... Super. Hey, hör mal. Irgendwas stimmt mit Harry nicht. Was ist passiert? Naja... Warte, jemand ist an der Tür. Ist schwer zu erklären. Versprich mir nur, dass du dich von ihm fernhältst. MJ? War irgendwie abzusehen, dass er sich seine Freundin schnappt. Komm schon, MJ, geh ran! Hey, hier ist MJ. Verdammt! Deine Nachricht hinterlassen. Harry kam mir zuvor. Wenn es wichtig ist, kannst du mir auch einfach schreiben. Bitte sei okay. Es rafft. Spider-Man, wie fühlen Sie sich? Besorgt? In Panik? Ich meinte physische Symptome. Schmerzen? Müdigkeit? Ja. Moment. Symptome? Ich habe mir Forschungsnotizen aus vielen Jahren angesehen. Der Symbiont kreiert ein kollektives Bewusstsein. Das war das Schwarmbewusstsein. War ist optimistisch. Es könnte noch in ihm sein. Was? Kein Grund zur Panik, aber vielleicht sollten Sie für ein paar Tests ins Labor kommen. Jetzt nicht, Doc. Hab größere Probleme. Bye. So, wir sind gleich da. Halte durch, MJ! Ich hätte da sein sollen! Ja, hätte. Konnte er nicht wissen. MJ! Wo ist... Harry. Pete. Siehst angespannt aus. Kaffee? Wir müssen reden. Du musst es leid sein, die Welt zu verbessern, jeden einzelnen Tag.
Was euch auffällt, ist wahrscheinlich jetzt, trägt Harry schwarz. Ich kann dir helfen. Nicht mehr Peter. Du musst mich nur lassen. Das bist nicht du. Falsch. Das ist mein wahres Ich. Ich habe endlich die Macht, unsere Vision zu verwirklichen. Gibst du mich auf? Harry, wir müssen dich aus diesem Ding kriegen. Nenn uns nicht Ding. Wir sind nicht Harry. Wir. Jetzt kommt's. Aber die ist original aus den Comics. Ich weiß nicht wirklich, ob es MJ ist mit dem Symbionten, aber diese Version gibt's. Du bekommst sie nicht! Zu spät! MJ. Es tut mir leid. MJ, sprich doch mit mir! Genug geredet! Scream heißt sie. Anerkennung? Ist außerhalb der Reichweite. Es geht um mich. Mich! Nicht um meinen Job oder dieses Haus. Und vor allem nicht um dich. Um mich? Wie meinst du das, MJ? Misch dich nicht ein! Zu laut! Es ist schwer! Ich will ihr nicht wehtun! Sprich doch mit mir! Zweite Phase. Sieh doch, was du tust! Du hast es nicht unter Kontrolle! Ich hab es völlig unter Kontrolle! Pete! Was passiert mit mir? Stimmen. Sie sagen nicht die Wahrheit. Ich hab sie auch gehört. Ich kenne das Gefühl. Immer nur um dich. Du verlierst jeden Job. Du kannst die Hypothek nicht bezahlen. Ich hab einen Job mit Harry. Wir packen das. Und wie lange? Hier liegt nur ein Job am Herzen. Spider-Man. Das ist nicht fair. Die Leute brauchen mich. Das weißt du. Was wäre die Stadt nur ohne Spider-Man? Der
Ja, scheiße. Was wäre die Stadt ohne Spider-Man? Sieh, was sie mit ihr ist. Ich bring das in Ordnung. Das mache ich immer. Fuck it. Wir sterben. Das immer. Ich bin immer nur die Zweite. Ich lebe in deinem Schatten, um meine Träume zu Staub zu fallen. Oh Gott. Alter, die Kameras sind Albtraum in diesem Kampf. Weißt du noch dein Buch? Du wolltest den Menschen helfen. Niemand hat gelesen. Ja, der Symbiont nähert sich ihren Gefühlen. Vor allem ihren negativen. Deswegen ist sie auch so unsagbar stark. Das stimmt nicht! Wenn's einem geholfen hat, war's das wert! Ich hab's gelesen! Es half mir! Alles, was ich tue, ist dir zu helfen! MJ, mein Leben wird konstant von dir gestört. Wer hilft, wenn du einen Job verlierst oder eine Rechnung nicht bezahlen kannst? Ich schreibe Worte, an die ich nicht glaube, für einen Mann, der dich so laut. Ich schreibe Worte, an die ich nicht glaube, für einen Mann, der dich verachtet, damit du glücklich sein kannst. Das war mir nicht klar! Dann kündige, MJ! Ich krieg das hin! Ich vertraue dir nicht! Ich vertraue nur uns! Nein! Tut mir leid, MJ! Ich hab mich geirrt! Du musst mir nicht vertrauen! Aber bitte, vertrau dir selbst! Lass mich tun, was ich tun muss! Es stimmt! Ich war egoistisch! Ich war so mit meinem Leben beschäftigt, dass ich deins vergessen habe! Aber regeln wir das auf MJs Weise! Ich helfe dir dagegen anzukämpfen! Ausweichen. Ich glaube, jetzt kommt die letzte Phase. Nicht. Die Stadt braucht dich. Ich brauch dich. Lüge mich nicht an! Pete, ich brauch dich auch! Du willst doch bloß die stärkere Hälfte bleiben! Was? Fühlst du dich etwa nicht mehr überlegen? Was? Da war doch irgendwas. Nein! Du bist in so vielen Dingen stärker als ich! Du allein schaffst es, unser Leben zusammenzuhalten! Sorry, MJ! Du bist nicht selbstverständlich! MJ is back! Nein! Bist du nicht! Tut mir leid, dass ich so eine Last war! Das Haus! Mein Job! Unser Leben! Ich wollte besser sein, aber ich war es nicht! Ich hätte zuhören sollen! Hätte da sein sollen! Wir sind ein Team! Du und ich! Das ist schwer! Gott, die Kamera, seht ihr das? In der Ecke geboxt. Ich wollte nie, dass du meinetwegen leiden musst! Deine Träume sind genauso wichtig wie meine! Du lügst! Du bist genauso wichtig! Es reicht! MJ, ich bin's! Es reicht! Ja.
Gott, die Arena, ey. Das hat echt nicht viel Platz. Oder MJ haut gleich ab. Und einer von beiden übernimmt MJ und der andere Venom. Beides Spider-Man. Woher weißt du, was wir wollen? Mary Jane, was? Du willst die Wahrheit? Ja. Ich will die Wahrheit. Okay, dann nicht. Dann war meine Vermutung falsch. Aber eben ganz cool gewesen. Wo bleiben meine Pfannkuchen? Ich verhungere hier und ich weigere Jonah, mich. Du kannst mich mal. Ich bin raus. Watson! Du bist so cool. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich glaube, ich bin schon länger verloren. Nicht nur wegen der Symbionten. Seit Monaten will ich etwas sein, das ich nicht bin. Gut, dass du zurück bist. Sorry. Es lag nicht an dir. Und das vorhin war nicht ich. Pete, ich... Pete, es war eine Art Schwarmbewusstsein da drin. Ich hab dich gesehen. Und Harry, er war hinter diesem... Welcome! Steinherr. Miles ist beim Rathaus und... Geh. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Welcome! Sorry, dass ihr das jetzt in der Aufnahme gehört habt. Ich habe gerade. Welcome! Ja, jetzt kommt die ganze Zeit. Moment. Bin dorthin unterwegs. Ja, sorry.